Ich habe dich so schrecklich vermisst. Und du hast mich in der ganzen Zeit niemals besucht. Ich wollte dich nicht treffen, bevor ich genug Geld hatte, um dich zu bitten, meine Frau zu werden. Dann denk noch mal darüber nach! Lass mich los! Nein, du hörst mir zu! Du bist ja verrückt! Bin ich. Der Teufel trägt keine Hörner, an denen wir ihn erkennen können. Der Teufel ist überall, bei unseren Freunden, bei unseren Nächsten. Und wir müssen uns von allen abwenden, die uns zur Sünde verführen. Helgum hat ganze Familien entzweit. Ich kann den Menschen helfen, die an mich glauben. Tim! Dann komm du doch einfach auch mit. Und weißt du auch, dass das bedeutet, dass wir uns nie mehr treffen können. Nie mehr. Wenn ich das, was ich Gertrud angetan habe, dir angetan hätte, würdest du mir verzeihen. Ingmar, du hattest die Wahl. Deine Liebe war nicht stark genug. Da, das sind die amerikanischen Schwestern und Brüder, mit denen ihr euer Heim teilen werdet. Denk nicht, du kannst einfach kommen und Gertruds Leben in die Hand nehmen. Wer hat hier wessen Leben in die Hand genommen, Karin? Darf ich fragen, ob du Ingmar liebst? Warum hast du mir den Glauben nehmen wollen? Ingmar! Ich verstehe dich, aber es musste leider sein, Gertrud.